Hallo liebe Camper-Nation zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt-Camper. Wie ihr es bereits gelesen habt, sehe ich gerade als aus, als wenn ich hier von Gott geküsst werde, mein lieber Schal. Ja, die Sonne, die scheint hier so schön und da sind wir schon beim richtigen Thema. Genau. Eine schöne Zeit haben. Und das auch während der Corona-Zeit. Darum geht es in diesem Video und das geht es nach unserem Intro. Wie ihr vielleicht von unserem ganzen Videos gesehen habt, waren wir ja den ganzen Winter auf einem Saisonstellplatz. Genau. Und das ist wirklich eigentlich fast unser Tipp, den wir euch geben wollen. Wenn euer Platz eures Vertrauens so etwas anbietet. Ja, oder ihr lest einfach mal im Internet, das gibt es natürlich ja auch, dass man mal gucken kann. Es waren ja einige Plätze doch offen, ne? Ja. Also wir kennen das auch vom Ahrtal, das ist vielleicht beschränkt auf, also wie gesagt, unser Bulli mit ohne Dusche, ohne Toilette würde dann vielleicht nicht gehen, genau. Aber wenn ihr normal Wohnmobil, wenn ihr einen Wohnwagen, wenn ihr einen Kastenwagen habt, dann ist das doch schon echt eine gute Alternative. Wir müssen sagen, wir sind ja hier auf Campingplatz Pralius bei Krauser-Zellerfeld. Im wunderschönen Harz, das muss man noch dazu sagen. Das ist keine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde von zu Hause weg. Ja. Und das recht einfach aus. Du bist eine Stunde, fährst du und schon bist du an einem anderen Ort. Es reicht halt auch einfach mal wieder Camping-Feeling zu haben und einfach mal raus zu sein. Das ist halt das Schöne daran, ne? Und da lohnt sich es wirklich mal zu sagen, in Corona-Zeiten wirklich sagen, okay, ich fahre halt so mit auf den Stellplatz. Wie gesagt, es gibt es immer wieder, entweder hat man Dauerstellplatz, das ist eine Möglichkeit, oder halt wirklich, wie es Pralius anbietet und viele andere auch, Saisonstellplätze, Sommer, Winter. Und das lohnt sich echt, weil wir wissen nicht, wann machen die Campingplätze auf. Jetzt wird gemunkelt, unseren netten Ministerpräsidenten, ja, wir werden das jetzt zu Ostern aufmachen. Weiß man das? Ich bin mir da nicht so sicher, weil man so die Zahlen anguckt. Wir selber sagen zwar immer als Camper, hallo, wir halten so viel Abstand, und einkaufen tun wir so oder so. Und da heißt es, Hände desinfizieren, Abstand halten, Maske tragen und dann sollte es eigentlich funktionieren. So haben es doch die Politiker uns immer vorgebetet. Ne? Genau. Ja, wie gesagt, das, was die Politiker uns sagen, ja, können wir uns darauf verlassen? Ich würde momentan leider sagen, nein. Das hat jetzt auch nichts mit politisch Bashing oder sowas zu tun. Wir wollen auch nicht so sehr politisch werden. Es ist ja auch nicht so einfach, die ganzen Entscheidungen vernünftig zu treffen. Das muss man auch sagen. Aber wie gesagt, so ein Saisonstellplatz, und das ist ja das, was deine Eltern, die bezahlen im Monat 100 Euro. Das ist vielleicht für den einen viel Geld, aber wenn man sich überlegt, man hat dafür aber wirklich die Möglichkeit herzufahren. Man kann dorthin fahren, kann da ein Wochenende verbringen, man kann in der Woche verbringen. Wie gesagt, ja. Schwiegereltern sind ja Rentner, das heißt, sie können das genießen. Wobei man auch sagen muss, es war halt so, dass man ja ein halbes Jahr hier abschließen musste. Also sonst wäre man ja nicht auf einen Saisonstellplatz drauf gekommen. Ein Monat oder sowas hätte nicht ausgereicht. Genau, teilweise bieten das die Leute dann auch wieder an, wenn das wieder ein bisschen mehr geöffnet wird. Wir reden aber jetzt wirklich von der Corona-Situation, sprich es ist irgendwie alles dicht. Da würden wir immer empfehlen, nehmt euch so einen Saisonstellplatz, so einen ganzen Winter, man kann ja eh nicht wirklich hinfahren, und da habt ihr was. Und wie gesagt, guckt bei euch in der Nähe, eine Stunde reicht vollkommen aus, dann seid ihr raus, vielleicht anderthalb, zwei Stunden, wenn ihr ein bisschen weiter seid, weil wir hier auf dem Platz sind, welche aus Bremen, aus Rothenburg an der, Rothenburg an der Wumme, ja. Aus Fulda, da sind sie alle, kommen sie und aus her. Berlin, also von daher, das geht hier auch, genau. Wunderbar. Also deshalb, wir können euch das empfehlen. Und wie gesagt, empfehlen euch auch gerne die Winterfest-Videos, die wir gemacht haben. Die sind am Ende verlinkt, weil da seht ihr einfach mal, wie schön es sein kann. Genau. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Genau, sollte ein kurzes Video gehen. Einfach genau. Nur, wir empfehlen euch in Corona-Zeiten Saisonstellplätze. Das ist eine gute Alternative und ihr tut was für die Campingplätze. Genau. Also, in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald mal wieder bei einer neuen Folge von Kreuzfahrtcamper. Ciao. Ciao. Jetzt hat er mich rausgebracht, was ich dazu sage. Ja, wie gesagt, was die Politiker uns gesagt haben, wir wissen es einfach nicht. Also sorry, Leute, das funktioniert. Möchtest du was sagen? Du solltest bei nicht fehlen. Nochmal das Ganze. Du hast Stativ vorhin, er will kein Stativ, er will einfach keins. Das ist ein schöner Outtakes hier.
Hörst du auf hier mal, entschuldige. So. So, jetzt muss ich überlegen, was ich gesagt habe. Cut. Machen wir aus. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich gesagt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann doch gerne ein Like da lassen, kommentieren und natürlich abonnieren. Und wenn ihr immer aktuell dabei sein wollt, dann folgt uns doch gern auf Instagram, denn da habt ihr immer aktuelle Bilder von unseren Reisen. Dann sind wir natürlich auch bei Facebook, ne? Einfach facebook.com/kreuzfahrtcamper. Da seht ihr auch die Bilder, die eigentlich bei Instagram sind, aber für die Leute, die bei Instagram nicht sind, sondern nur bei Facebook, da sind wir natürlich dann auch. Dann können wir euch natürlich nur unsere Webseite euch ans Herz legen: www.kreuzfahrtcamper.com oder de. Da bekommt ihr alle Informationen. Da seht ihr auch entsprechend die Videos eingeteilt, denn YouTube ist da ja nicht so gut zu finden. Auf unserer Seite haben wir alles schön sortiert. Jo, und Ja, das und war's. was man auch auf der Internetseite findet, sind natürlich, wenn wir Bastelanleitungen bauen oder sowas, dann findet ihr da genauere Informationen.